Ist das Kunst oder kann das weg? Wie auch immer man darüber denkt, eines ist schon mal klar, Graffiti auf dafür vorgesehene Flächen, das ist eine gute Sache. In der Oldenburger Werkschule hatten 5 Jungen und Mädchen die Möglichkeit, sich in einem 14-tägigen Workshop mit der Sprühdose auszuprobieren. Ich habe mit den Kindern erst die historischen Hintergründe in der Werkschule durchgenommen. Danach haben wir auf Papier geübt. Danach sind wir auf eine Holzwand gegangen und haben schon mal mit den Spraydosen geübt. Und jetzt dürfen sie hier endlich an die Wand im Kulturzentrum. Und an diese Wand sprayen die 10- bis 12-Jährigen dann ihre zuvor entworfenen Motive. Blue, also sehr blau, ist meine Lieblingsfarbe. Das sieht man jetzt hier nicht. BVB ist eben halt meine Lieblingsmannschaft und ja, ich wollte das einfach gerne machen. Ich wollte eigentlich auch King Kong schreiben, aber Wähler hat dann gesagt, dass das ein zu langes Wort ist und King finde ich einfach cool. Cool ist auch, dass der 19-jährige Kursleiter den Kindern etwas über die Geschichte des Graffiti vermittelt hat. Es kommt ursprünglich aus New York. Früher gab es dort einen Postboten, der für seine Freundin ein Pseudonym an die Wand gemalt hat. Das wurde dann in der New York Times veröffentlicht und dadurch ist es dann bekannt geworden und es gab viele Nachahmer. Dann haben sich diese ganzen Techniken entwickelt mit der Spraydose und jetzt ist es so, wie es heute ist. Graffiti hat sich als Kunst etabliert. Neben der richtigen Linienführung ist dabei zu beachten, gleichmäßig zu sprühen, damit die Farbe nicht verläuft. Und ansonsten gilt? Auf jeden Fall erstmal üben, üben, üben. Und dann auch erstmal richtig überlegen, was man denn noch zeichnen möchte und so. Ja, und dann, wenn man es genau weiß und es dann auch richtig möchte, dann irgendwo ansprayen. Natürlich meint dieses Nachwuchstalent nicht irgendwo, sondern an eine dafür vorgesehene legale Fläche. Illegales Sprayen ist immer noch weit verbreitet. Dient ein solcher Kurs auch der Prävention? Ich denke mal ja, weil die Kinder Möglichkeit haben, sich halt legal auszuprobieren. Sie können beim Tageslicht malen, so viel sie wollen, ohne dass sie da irgendwie darauf achten müssen, dass sie irgendwie erwischt werden. Und ich denke mal, das macht dann auch mehr Spaß. Sprayen in entspannter Atmosphäre unter Anleitung. Das Engagement dieses FSJlers darf gerne Nachahmer finden.